Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 13. September 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ich hoffe, ihr seid nicht abergläubisch, denn heute ist Freitag, der 13. Das ist ja sehr unterschiedlich. Für viele Menschen ist ja der 13 auch eine Glückszahl. Das ist ja ein bisschen, liegt das daran, weil es früher im Zwölfersystem gerechnet und gedacht wurde, und dann war die 13 die Zahl, die die Ordnung gestört hat. Ich persönlich habe da keine Probleme mit Freitag, dem 13., aber für diejenigen, die da Probleme haben, dann ein bisschen vorsichtig sein heute. Ja, heute mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht, und da haben wir einen der besten Aspekte, die es in der klassischen Astrologie so gibt, nämlich einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Jupiter, das Trigon aus den Luftzeichen Waage und Zwillinge, welches am Sonntagmorgen exakt ist, also jetzt übers Wochenende zuläuft. Und damit kommt ein positiv kleines Glück und großes Glück, so wie es heißt, zusammen. Soll auch und passt auch ein guter Aspekt sein für Finanzen, für Anlagemöglichkeiten, weil Venus hat ja auch mit Werten zu tun, Jupiter hat mit Wachstum zu tun, also Werte können wachsen, aber vielleicht auch einfach eine Konstellation, die es uns erlaubt, uns auch erstmal gut gehen zu lassen, auch im Sinne von Kontaktaufnahme oder Kontakt. Vertiefung ist das ein wunderbarer Aspekt und eben auch an unserem Selbstwert zu arbeiten. Aber gehen wir ein bisschen chronologisch vor und nehmen wir dazu irgendwie Sonne und Mond erstmal. Die Sonne in der Jungfrau jetzt inzwischen im letzten Dekanat. Also man kann ja jedes Tierkreiszeichen in verschiedene Bereiche einteilen, und als bekannteste ist vielleicht in die drei Dekanate. Erstes, zweites, drittes. Ja, und jetzt ist die Sonne hier im dritten Dekanat der Jungfrau eingetreten, ins letzte Drittel gegangen, und damit liegt sozusagen dann auch die Tag- und Nachtgleiche zum Herbst nicht mehr so fern. Nämlich Sonntag in einer Woche am 22. wird die Sonne in die Waage wechseln, dann haben wir Tag- und Nachtgleiche zum Herbst. Dann beginnt auch offiziell dann der Herbst, aber das will ich dann, wenn es soweit ist, besprechen. Ja, und der Mond als Tagesanzeiger der Energien, der Mond heute nochmal im Zeichen Steinbock, das heißt heute nochmal Sonne und Mond beide in Erdzeichen. Und wie ich gestern schon gesagt hatte, ist das eine gute Konstellation, eben auch erdhafte Dinge zu erledigen, auch Arbeiten anzugehen, vor die wir uns gerne drücken, gerade mit Mond im Steinbock, der Steinbock so eine gewisse selbstüberwindende Tendenz hat als erstes überpersönliches Zeichen. Der macht es dann eben manchmal auch möglich, dass wir die Energie entwickeln, uns selbst zu überwinden und vielleicht Dinge angehen, sei es im Haushalt, sei es bei der Arbeit, vor dem wir uns sonst so ein bisschen drücken. Aber Selbstüberwindung bedeutet vielleicht auch sozusagen unser Ego mal zurückzunehmen und eventuell vielleicht auch auf Menschen zuzugehen, mit denen wir im Zwiespalt sind, mit denen wir Streit haben, mit denen wir Ärger haben, indem wir vielleicht in die Vergebung gehen. Und ähnlich wie es mit den Werten ist, gilt es bei der Vergebung auch darum, erstmal in die Selbstvergebung zu gehen, also erstmal uns selbst zu vergeben. Dann fällt es nämlich auch leichter, anderen zu vergeben. Allerdings auch trotz allem hier mit Erdzeichen Jungfrau und Steinbock unsere Grenzen beachten, also nicht massiv über unsere Grenzen gehen, sondern uns auch nur das zuzumuten, was vielleicht manchmal am Rande dieser Grenzen liegt, aber doch noch dort mit hineinpasst. Ja, morgen am Sonntag dann um 9:53 Uhr der Wechsel des Mondes in den Wassermann, ins verrückte Zeichen Wassermann. Mond im Wassermann ja immer ein bisschen unberechenbar von der Energie her, so eine Wechselstromenergie, so eine luftige, bin mal ein bisschen verrückt, ich probiere mal alles Mögliche aus, ich möchte frei sein, unangepasst, individuell, wie Till Eulenspiegel. Andererseits auch die Möglichkeit, hier auch mal neue Strukturen zu denken. Steinbock ja eher so diese alten, bewährten Strukturen, Wassermann ja Neues, mal ins Neue zu gehen, zu experimentieren.
uns mit Menschen zu verbinden, mit denen wir eine ähnliche Geisteshaltung haben, um dann gemeinsame Effekte zu erzeugen, positive gemeinsame Effekte. Ja, und da ist dann der Mond am Sonnen- und am Sonntag im Zeichen Wassermann, um dann am Montagmittag, frühen, späten Vormittag in die Fische einzutreten. Und dann ist ja am ganz frühen Mittwochmorgen ist dann Vollmond im Zeichen Fische, der auch eine partielle Mondfinsternis darstellt, also ein Teil des Mondes ist überschattet. Ob man deswegen jetzt gleich schon von dramatischen Zeit der Finsternisse sprechen muss, weiß ich nicht. Aber werde ich dann nächste Woche Montag gleich besprechen. Finsternisse haben ja in der Astrologie immer so einen besonderen Ruf. Vielleicht müssen wir das auch mal von den alten Spinnweben der Deutung von vor Jahrtausenden befreien und einfach erkennen, dass bei Finsternissen oder teilweisen Finsternissen eben Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen und daher einen besonderen Fokus haben. Und dieser Fokus kann natürlich auch auf Dinge gelenkt werden, die eher im Schatten oder im Dunkeln liegen und da Licht hineinbringen. Also deswegen können wir uns jetzt mit Mond Wassermann vielleicht auch von manchen Schattenenergien befreien oder lösen oder erkennen. Dann wird das auch nicht so dramatisch werden. Ja, es gibt aber auch Aspekte, nämlich Sonne und Venus verbinden hier das Sextil von Jupiter und Chiron. Jupiter und Chiron stehen nämlich in einem langanhaltenden positiven Sextil zueinander, was durchaus Möglichkeiten zur Heilung und zur Integration schafft. Und die Sonne, die ja gestern am Donnerstagmittag im Quadrat zu Jupiter stand, läuft jetzt ins Quinkungs zu Chiron. Das wird am Sonnabendabend exakt werden. Und die Venus, die wie eben gesagt am Sonntag im Trigon zu Jupiter läuft, die wird am Montagabend in Opposition zu Chiron sein. Das heißt, beide aktivieren dann dieses Sextil auch mit Chiron. Das bedeutet allerdings auch, dass es darum geht, uns auch chironische Dinge anzuschauen. Was bedeutet das? Chiron ist halt hier auch hat so eine Schlüsselfunktion, die sich allerdings erst als Möglichkeit zur Öffnung verschlossener Türen eignet, wenn wir bereit sind, auch dorthin zu schauen. Und da bei Chiron sind eben oft alte Verletzungen, alte Prägungen, alte Wunden, die immer noch nachwirken, die vielleicht unbewusst nachwirken. Ja, so wie wenn wir stark verletzt worden sind, wir vielleicht Probleme haben, uns zu öffnen, wenn wir immer in der Kindheit gehört haben, wir taugen nichts, irgendwie schwer über diese Prägungen wegzukommen. Aber es ist möglich, auch diese Dinge anders einzuordnen, anders zu betrachten und besser zu integrieren und damit dann auch zur Heilung beizutragen. Ja, auch mögliche körperliche Probleme könnten sich dann zeigen, aber immer mit der Chance, dass das, was uns dann präsentiert wird, uns helfen soll, die Dinge eben zu erkennen und besser einzuordnen. Ja, soweit dieses Wochenende. Mit Mond im Wassermann und Sonne in der Jungfrau, Venus, Jupiter, also gute Möglichkeiten, irgendwie vielleicht auch was Schönes zu unternehmen, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Dann nächste Woche gibt es dann weitere Tageshoroskope, dann steht die Woche zuerst mal im Fokus dann des Vollmondes in den Fischen. Bis dahin, alles Liebe für euch, schönes Wochenende, bis dahin und tschüss.